10.668. Das hatten wir noch nie. Zum ersten Mal war also eine Petition eingereicht worden, die über 10.000 Menschen unterschrieben hatten. Darin geht es um den Bebauungsplan Nummer 428. Dieser bildet nach Meinung der Petenten die Themen des in Leipzig ausgerufenen Klimanotstandes nur unzureichend ab. Daher soll eine zusätzliche Bebauung westlich der Gießerstraße künftig untersagt werden. Zur Stadtratssitzung am 24. Januar stand nun ein entsprechender Änderungsantrag des Stadtbezirksbeirats Südwest zur Abstimmung. Zahlreiche UnterstützerInnen dieses Anliegens zeigten im Rathaus Präsenz. Unter ihnen auch Stefanie Kehr, die die Ausgangslage beschreibt. Es gibt einen Klima-Hotspot in Plagwitz, wo das Stadtviertel sich immer weiter erhitzt. Und in der Stadtklimaanalysekarte wurde das auch herausgefunden und Empfehlungen eigentlich gegeben, dass in dem Viertel keine weitere Bebauung von Grünflächen stattfinden soll, um dieser Überhitzung auch entgegenzuwirken. Die Stadt Leipzig verfasste zu den Forderungen der Petition einen eher halbherzigen Verwaltungsvorschlag. Auf diesen hatte der Stadtbezirksbeirat Südwest mit dem erwähnten Änderungsantrag reagiert. Was dieser genau beinhaltet, erklärte Quentin Kügler in seiner Rede. Der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan soll um ein entscheidendes Ziel ergänzt werden, nämlich um den Interessenausgleich zwischen den Eigentümerbelangen, den Nutzerbelangen und den Belangen des Lokalklimas. Der Änderungsantrag geht damit weiter als der Verwaltungsstandpunkt, und zwar mit der Prüfung folgender Optionen zur zukünftigen Gestaltung des Gebiets. Möglich wäre dort die Schaffung frei zugänglicher öffentlicher Grünflächen oder die Begrünung von privaten Baugrundstücken statt einer baulichen Nutzung. Auch möglich ist die angestrebte, vorwiegend gewerbliche bauliche Entwicklung auf den privaten Grundstücken oder aber die dauerhafte Sicherung vorhandener, im Einklang mit bestehenden Biotopstrukturen ausgeübten Nutzungen. Also anhand dieser Aspekte wird schon deutlich, wir haben sehr unterschiedliche Interessen für die Fläche, von der öffentlichen Grünfläche über privates Gewerbe hin zu experimentellem Wohnen. All das ist dort möglich und deshalb braucht es einen Aushandlungs- und Abwägungsprozess mit allen Beteiligten vor Ort, die beraten und letztlich entscheiden. Klar entschieden haben sich denn auch die StadträtInnen. 40 Mal Ja hieß es bei der Abstimmung. Daumen hoch also für den Änderungsantrag aus dem Südwesten.